Einen wunderschönen guten Abend an diesem fantastischen Samstag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case & Kaffee. Mal wieder in einer wunderschönen Cocktail-Edition. Case & Cocktail. Meine Freundin sagt gerade, es wäre Sonntag. Nee, sonntags haben die Geschäfte nicht offen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start ins Wochenende und viel Erfolg bei dem, was ihr heute getun habt. Getutet. Oh Gott. Es ist ein bisschen spät, ich sag's, wie es ist. Der Tag war ein bisschen wild. Schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Aber wunderschön. Ja, ein bisschen anstrengend war es schon. Naja, sagt meine Freundin, ich sage, es war ein bisschen anstrengend. Aber es war sehr schön. Darüber reden wir morgen gediegen im Livestream. Natürlich sonntags Case & Kaffee live ab 10 Uhr, ganz klar. Da haben wir auch ein paar Cases, die wir hebeln können. Haben noch eine Dümsen Nightmares Case von Sturmo. Dazu auch Clutch Cases, wovon wir eine öffnen werden. Wir haben gestern im Stream, haben wir natürlich zum Abschied Cases gehebelt. Haben noch einen Pink bekommen. Eye of Athena, Abyssal Apparition. Aber natürlich nicht so geil, ne? Hier auch im Battlesguard. Übrigens kam auch diese. Boah, wirklich, ey. Boah, am besten gar nicht drüber reden. Morgen haben wir einen schönen Stream, da schauen wir uns weitere Clutch-Cases an. Vor allem auch das Inventar dazu. Von Skuro nämlich. Ist nämlich ziemlich geil. Wir haben hier Inheritance Ration Rebel. Schönes Talon Rust Code zusammen mit coolen Gloves. Coole Kombo, schauen wir uns auf jeden Fall genauer an. Das ist nur mal so angeschnitten. Skuro, nochmal vielen Dank dafür. Generell, der Stream am Freitag, der war ja sehr spendenreich. Da nochmal allgemein vielen herzlichen Dank, das ist geil. Wir haben hier einige schöne Skins, die wir auch verlosen können. Oder verlosen werden. Das ist richtig geil. Dementsprechend dann nochmal ein großes Dankeschön an die Beteiligten, die wissen, wer gemeint ist. Wir gehen hier mal rein in die Clutch Case. PP Bison, Night Ride, finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Die Flame Test 5-7 finde ich stark underrated, finde ich richtig sick. MP9 Black Sand kann man ebenfalls spielen. Urban Hazard, P2000, bisschen zu schade, ne? Wir haben die Urban Hazard 5-7 und die MP7, die sind beide ziemlich geil. P2000, leider ein bisschen verhunzt, kann man sagen. Revolver Grip ist ganz okay, aber halt Revolver hat ein bisschen was von Thera oder Santorini. Aloha, Krieg, eigentlich ein Collection-Item, meiner Meinung nach. Oxide Blaze, XM10, auch nicht geil, ne? Wie die Deagle, nicht schön. Moonrise Glock hingegen, finde ich ziemlich schick. Lionfish vergeudet. Auf anderen Skins wäre das sehr spannend. Wild 6 nicht ganz. Die Swag 7. Natürlich, klar. Klassiker. Gar keine Frage. Arctic Wolf auch stark. Aug finde ich ebenfalls wild. AWP Mortis kann man spielen. USP Cortex ebenfalls. Neonoir M4A4 nicht ganz. Schlecht. Ist zu hart gesagt, aber nicht meins. Ganz und gar nicht meins. Dann alternativ natürlich, wenn wir hier die Main Weapon. Main Rifle haben. Hier eine Sidearm MP7 Bloodsport. Also eine zweitrangige Waffe. Keine Sidearm, aber ihr wisst, was ich meine. Bloodsport natürlich schick, aber ein bisschen low. Dafür, dass die Main Rifle mir nicht gefällt, dann natürlich ein bisschen schwach. Wir haben hier schöne Gloves drin. Und Skuro, sollten hier jetzt schon die Gloves drin sein, die du mir hier versprochen hast, wäre das natürlich ein Fest. Aber ich plädiere auf Sonntag, auf morgen im Stream, da geht's weiter. Ja? Da geht's direkt weiter in die Cases. Allgemein noch ein bisschen mit Kitten-Update und so der ganze Kram. Wir haben eine schöne Zeit, natürlich. Night Riot ist, wie gesagt, eine schöne Bison. 07, ganz knapp an der Fan vorbei. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten, naja, wir machen mal den provisorischen Preischeck, ne? Was haben wir hier denn? Oh ja, 10 Cent. Gut, zu erwarten. Ansonsten aber, na gut, wir sehen's, ne? Arcane Inheritance ist ein Skin, den wir irgendwann verlosen werden. Blueprint, Candy Apple, schönes Facecraft, wie ich finde. Sehr, sehr geil. Und ich finde das auch sehr stark. Wir haben hier auch, wenn ich hier in die Trade-Offers schaue, von Milfgaard zum Beispiel, der hat das gestrige Giveaway gewonnen und schickt direkt was Neues rein. Das ist so ein Kreislauf. Ich finde das ziemlich geil. Das machen inzwischen ziemlich viele, die was gewonnen haben, die geben wieder was zurück. Und das kommt dann natürlich wieder in den Kreislauf der Community. Das ist ziemlich geil. Das finde ich wirklich, das ist fantastisch. Ich freue mich da sehr drüber. Das ist richtig geil. Das ist eine Community. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Sage ich, wie es ist. Das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, gut, wir hauen hier auch geile Skins raus, aber trotzdem. Also da kann man ja auch einfach sagen, nee, mich, Chao Kakao. Ist nicht so. Das finde ich ziemlich geil. Finde ich ziemlich schick. Umzug. Boah, ich habe wieder eine Geschichte über Vodafone, ne? Heilige Scheiße. Wirklich, das ist... Boah. Das hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ich habe gedacht, das wäre vorbei, aber nee. Geht eiskalt weiter. Reden wir auch morgen drüber. Ja, wir haben jetzt heute 10 Uhr. Der Samstag neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Weniger Stress mit Internet. Vor allem den Anbietern. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Ach halt, stopp, Moment. Hier rein provisorisch, ne? Wir haben natürlich jetzt ein Schedule für die ESL Pro League Season 19. Ey, das habe ich neulich auch benutzt. Und das fängt jetzt an in 2 Tagen. Da gibt es eine Fantasy League.
Und der Link dazu ist in der Beschreibung. Machen natürlich unsere eigenen. Die Gewinner von denen kriegen natürlich eine Kleinigkeit. Nur mal nochmal so am Rande, weil das Ding ist geil. Der Link in der Beschreibung. Macht gerne mit, erstellt euch ein Team und es wird ein Fest. Damit aber hören wir uns morgen in alter Frische. Bis dann.